Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden und dann Warwith Inn. Und hier haben wir das Achievement Bucharchivar und dafür müssen wir Folgendes machen: Findet alle Geschichtsbücher in Heilsturz. Und ihr seht, ich habe schon insgesamt 6 Stück abgeschlossen. Das sind Bücher, die man schon für einen Schatz gebraucht hat, für das Achievement Schätze von Heilsturz. Ich schneide die euch jetzt aber erstmal noch mit rein, also die hatte ich eh schon mal aufgenommen. Nichts denken, ich rede da von einem NPC, wo man Fragen beantworten muss. Dafür braucht man die nämlich unter anderem auch, diese Bücher. Und im Anschluss werden wir uns jetzt dann gleich noch die anderen einmal anschauen. So, dann sind wir am ersten Spot angelangt und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 48, 39 und da bin ich jetzt in ein Haus rein, ne? Also das genau auf den Koordinaten ist und da haben wir jetzt ein Buch liegen, das große Buch über die Idiome der Arati. Das können wir anklicken und kann man auch lesen. Okay, aber jetzt würde ich sagen, wir holen jetzt mal alle Bücher und dann schauen wir mal, ob man dann zusätzliche Dialogoptionen hatte, weil bei dem einen waren wir ja anscheinend gerade falsch gelegen. So, das nächste Buch haben wir auch wieder in dem Haus. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 64, 28. Und dort hinter dem Tresen liegt einmal Richtlinien der Schattensperrstunde. Haben wir jetzt auch auf. Können wir sogar auch lesen. Oh boy, die haben mehrere Seiten, die Bücher, ne? Okay, als nächstes sind wir dann hier auf den Koordinaten 69, 43. Und dort haben wir jetzt das Buch quasi hier in dem Gebäude an der Seite am liegen. Pflegen und Ernähren des Kaiserluchses. Heißt das? Gut, am nächsten Spot angelangt. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 70, 57. Und da ist jetzt so ein, ja, besseres Zelt, würde ich mal sagen. Und da liegt dann das nächste Buch rum. Das Lied von Reni Lasch. Mal einmal looten. So, dann sind wir jetzt auf dem Luftschiff. Und zwar hier bei den Koordinaten 56, 64. Und dort können wir jetzt hier quasi in das Luftschiff reinlaufen. Und da liegt das nächste Buch. Und zwar Belledar, Vision des Kaisers. Sehen schon relativ hochwertig aus, die Bücher, ne? Haben sie schon ein bisschen was an Designaufwand reingesteckt. So, das nächste ist jetzt auch nicht weit weg, das ziehen wir jetzt gleich durch. Und zwar müsste das da oben liegen. Ja, auch wieder in einem Haus drin, schätze ich mal. Ja. Okay. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 48, 64. Und dort haben wir, wo das Buch? Eigentlich genau hier liegen. Kann sein, dass ich das schon mal... nee. Es kann sein, dass ich das schon mal auf... Ah, seht ihr, das ist das hier. Das Codex der Dimensionen. Okay, das hatte ich anscheinend schon mal aufgehoben beim Quest. Man wollte gerade sagen, ich war hier schon mal drin, wegen ein paar Quests. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück haben wir jetzt. Und jetzt können wir zurückfliegen zu dem Typen, wo wir hier die Fragen gestellt kriegen. Dann kommen wir jetzt zu den Büchern, die quasi ich noch nicht geholt habe. Und zwar das erste ist einmal hier Journal des Schattensprechstunde. Und das befindet sich jetzt hier oben auf den Koordinaten 59, 22. Und das klicken wir einfach einmal an. Dann haben wir das nächste Buch und zwar Schachzug des Lichts, Strategien heißt das. Und das ist einmal auf den Koordinaten 58, 41 auf der Brücke hier. Ebenfalls einmal anklicken. Das nächste Buch heißt einmal Sie kommen aus den Tiefen und dazu sind wir jetzt auf den Koordinaten 57, 51 und das liegt hier unten am Strand dran. Das nächste Buch haben wir dann einmal hier auf den Koordinaten 52, 60, das ist einmal in dem Gebäude drin. Und zwar haben wir hier einmal das Buch Notenbuch der Lichtfunken Himmelsakademie.
nehmen wir auch noch mit. Und dann ist es nur noch eins. Also hier haben wir das Gebäude übrigens, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Und das letzte Buch haben wir dann in der Stadt Merelda. Und dort sind wir jetzt auf den Koordinaten 43, 49. Und im Haus hinter uns, ne, haben wir einmal dann das Buch rechts hier auf dem Tisch liegen. Und zwar 500 Gerichte mit Höhlenfischen und Pilzen. Das tüten wir auch ein. Und ja, dann haben wir auch schon das Achievement, Bucharchivar. Und mehr gibt es dazu tatsächlich nicht zu sagen. Ihr könnt jetzt die ganzen Bücher durchlesen, wenn euch das Ganze interessiert. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Chilla. Bis dahin. Ciao.